Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Ja, Leute, ich bin wieder zurück. Ich weiß, es hat eine Weile lang gedauert, aber es ist auch viel passiert. Ich werde darauf jetzt aber noch nicht eingehen, dafür wird es ein separates Video geben. Wir kümmern uns heute um Skyrim und warum wir uns in diesem wunderschönen Pause-Menü befinden. Da ist ein Drache. Und der wird mich töten, wenn ich rede. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt und wir haben darüber gesprochen, dass ich gerne einen Dolch hätte. Ich werde also heute versuchen, zurück zu meinem Haus zu kommen und von da aus irgendwie mal meine Waffentruhe zu plündern und zu gucken, was wir so haben. Aber gehen wir erstmal rein und gucken uns den Drachen an. Hier ist die Luft eisig, ja. Ich kann auch kaum was sehen, weil ich hungrig, Durst, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall kurz vorm Krepieren. Ich muss mal ganz kurz schauen. Drachenfall war, glaube ich, ein Ding, ne? Machen wir Drachenfall. Ja, was bringt es denn noch? Remora-Fürst, der wird auf ihn einschlagen, aber ich glaube, der macht nicht so krassen Schaden. Und ich habe auch nicht viel Mana, muss man dazu sagen. Vermutlich ist das mein letzter Bogen, den ich habe. Wie Hilfe? Ich bin derjenige, der Hilfe braucht. Ich habe vergessen, wie man läuft. Und ich habe vergessen, wie man duckt. Ich habe zu viel Borderlands gespielt. Ich bin derzeit dabei, die Erfolge in Borderlands 3 zu sammeln. Ja, komm, weißt du was? Du kennst mich mal, Drache. Ich weiß nicht, wie man läuft. Hast du Glück gehabt? Wie läuft man doch mal? Ach so, ja. Ich verstehe. Haben wir den nicht schon mal getötet? Mein Bogen kann ich zumindest noch mal. Das ist nicht mein Bogen. Ich glaube, den hatte ich auf der anderen Seite. Scheiße. Ich bin so gearscht. Auf die Knie. Oh, die sind zu zweit. Könnt ihr gegeneinander kämpfen? Ich bin frei. Ach, oder nicht. Ja, toll. Okay, für unsere nächste Reise müssen wir uns ein bisschen besser vorbereiten. So viel ist klar. Und ich würde sagen, oh Gott, ich sterbe. Lasst mich in Ruhe. Lass du mich in Ruhe. Ich hau ab. Viel Spaß mit dem Drachen. Wenn ich jetzt nur noch reiten könnte. So. Weißt du was? Zur Not reite ich jetzt den ganzen verdammten Weg nach Hause. So, da wären wir wieder zu Hause. Ja, viel Spaß mit dem Bären, ich gehe rein. So, Leute, wenn wir eins aus dieser ganzen Obsession, die wir gerade hatten, gelernt haben, bessere Vorbereitung. Ist das Herzfeuer geklaut? Nee. Ich gehe erstmal schlafen. Okay, wir erstmal 8 Stunden schlafen, sodass wir uns ein bisschen ausruhen. Dann sollten wir was essen und ich weiß nicht, habe ich überhaupt Essen dabei? Ich gucke aber noch verschwommen. Bisschen Blut verhindert erholsamen Schlaf. Toll, danke. Du erwachst und fühlst die Liebe deiner Frau, ja? Die ist warm. Sehr schön. Gucken wir, was uns jetzt noch bleibt. Ausgehungert. Du bist beim Benutzen von Schilden und beim Schleichen 70% weniger effektiv. Das ist schlecht. Wir müssen also immer was essen. Verwirrt. Magier und Ausdauer regeneriert sich 24 Stunden lang und 30% langsamer. Ja, danke schön. Das war, weil ich sehr lange hierher gebraucht habe und ziemlich müde war. Gibt es hier nicht sowas wie Durst? Na gut. Müssen wir etwas essen? Was habe ich denn dabei? Ist immer noch hungrig, hab Bier, essen wir noch ein bisschen Brot. Dein Magen ist gefüllt, sehr schön. Oh, das hätte ich vorher mal machen sollen, ne? Mal ein bisschen was essen. So, aktive Effekte. Gut, das mit dem verwirrt sein. Gut, ich könnte jetzt rein theoretisch schon mal schlafen, aber egal. Wir wollten nach einem Dolch gucken. In meiner Waffenkammer.
Hier sind Bögen. Ist das ein Dolch? Ist eine Klinge? Ich weiß nicht. Woher soll ich wissen, was ein Dolch ist? Setzt bei einem mächtigen Angriff einen Energieschuss frei. Ja gut, das Schaden 50, ne? Also, der ist jetzt nicht so krass. Das ist ein Dolch. Steuere im Schwert. Hab ich Dolche? Wir sehen Gott von. Na, Merunes Klinge. Oh, 12 Schaden. Das ist so toll. Ich habe keinen richtig guten Dolch, ne? Also Leute, ich habe jetzt eine kleine Auswahl mitgenommen. Es wird schwer jetzt, sich zu entscheiden. Wir haben natürlich Schleichenstiefel. Und wir haben Schleichen und die Tragefähigkeit wird erhöht. Wobei der hier legendär ist. Wir nehmen den legendären auf jeden Fall, ziehen den an. Bögen bewirken mehr Schaden. Ja, wir natürlich Bögen, aber Schleichen wird verbessert. Aber ich glaube, mehr Schaden ist, glaube ich, viel besser, ne? Und dann haben wir einhändige Angriffe. 40% höheren Schaden. Das wäre mit dem Dolch natürlich richtig geil. Ich würde es auf jeden Fall mitnehmen. Dann haben wir... Was für eine Kette haben wir? Bögen bewirken. Hier haben wir auch einhändige. Falls ich Dolch nehme. Waffen und Rüstung können verbessert werden. Den habe ich einfach nur so dabei. Schleichen. Habe ich hier noch irgendwo Drachenknochen rumfliegen? Das ist hier die Frage. Ich hatte auf jeden Fall welche am Start. Okay, ich habe einen Drachenknochen dabei. Muss ich jetzt ernsthaft Drachen farmen? Dir fehlt die erforderliche Fähigkeit, um den Gegenstand zu verbessern. Oh, jetzt bin ich doch verarschen. Schmiedekunst. Ach komm. Na gut. Scheiß drauf, Leute. Wir gehen weiter. Ich muss erstmal Orientierung fassen in diesem Spiel. Schlafen wir eine Stunde. Bin ich super erholt? Du erwachst und fühlst die Liebe. Ja, ach komm. Du erwachst erfrischt, okay. Ich denke, ich bin frisch genug. Obwohl ich wahrscheinlich wieder Hunger habe. Okay. Wir gehen Richtung Quest, bitte. Der Anlass. Optional. Trage eine Robe der mythischen Morgenröte. Deswegen habe ich das behalten. Finde das Tor ins Reich des Vergessens. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir jetzt drücken können. Es wäre sehr schön, wenn ich noch irgendwie einen Dolch zusammenkriegen würde. Ach, guck mal, der ist tot. Wir gucken mal auf die Karte. Wir müssen darüber. Das heißt, wir gehen nach Riften. Riften wird unser Ziel. Und das heißt, wir müssen in Riften erstmal schlafen. Ehre sei mit euch, mein Tane. Wohin soll's gehen? Nach Riften, please. Ja, komm. Dann sind wir weg. Okay. Wir sind gereist. Ich bin erschöpft. Meint ihr, wir finden unterwegs ein Bett? Wir finden bestimmt ein Bett, ne? Hat es beim letzten Mal nicht genauso angefangen? Ey, ich habe jetzt keinen Bock, nach Riften zu gehen und da zu schlafen, Leute. Ganz ehrlich. Wir ziehen uns 4 Brot rein und dann freuen wir uns. Noch ein bisschen Käse. Ist besser jetzt? Natürlich nicht. Ich muss ehrlich sagen, Leute. Ich bin einfach zu faul zum Kochen. Oh ja, oh, das fühlt sich doch schon besser an. Uria Headshot. Tim muss ich erstmal teabaggen, den Junge. Hey, komm her. Jetzt wirst du geteabaggt. Und gib mir den Fleisch. Das brauche ich zu essen. Trollfett, danke für nichts. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir Betten finden.
Es gibt auch immer Betten, oder? Bitte lass mich ein Bett finden. Wer ist jetzt hier schon wieder? Ich höre dich doch. Na gut, das war... Da ist ja... Was ist denn... Warum? Gib mir dein Fleisch. Das koche ich dann. Dann mache ich mir eine schöne Bärensuppe. Ja, komm mal hier, mein Kleiner. Jetzt lauf doch nicht weg. Du wolltest doch ein Stück Serum. Ich komm... Der kommt wieder. Sie kommen alle wieder. Alle wollen ein Häppchen von mir. Ich sehe beide Bären. Zumindest auf der Karte. Nicht visuell. Scheiße. Oh. Ich hoffe, die machen nicht allzu viel Schaden. Ich kann mich nicht so schnell drehen. Oh. Nein. Komm, verzieh dich. Oh. Ah ja. Oh. Also wenn das so weitergeht, dann haben wir das ein oder andere Problemchen. Wenn nicht mit dem Fell. Gib mir das Fleisch. Das Blutige. Auch nichts. Ich dreh durch. Okay. Alles klar. Danke für die Hilfe, ne? Arschloch. So, warum ist hier so ein Tippi? Ihr habt doch alle Orte entdeckt. Das ist merkwürdig. Wieso sind hier so viele unentdeckte Orte? Ich darf eigentlich nicht so viel Lärm machen, ne? Ich hab doch hier die Lautlosigkeit. Okay, das ist ein bisschen ungünstig ohne den Bogen. Ja. Yeah. Wir treffen auf Probleme. So. Ich habe den Bogen hier, ne? Ja. Okay. Ich kann also die Lautlosigkeit casten. Auf welchen habe ich den? Habe ich den hier? Das war nicht die Lautlosigkeit. Dann habe ich den auf links, okay. Moment. Essen auf vier Beinen. Sind wir ganz ehrlich, ich werde verhungern. Natürlich hast du mich gesehen. Oh nein! Okay, komm. So. Oh nein, ich hab das Zeug nicht angezogen, ne? Ja, scheiß drauf, jetzt haben die mich schon gesehen. Ich hoffe, dich zu heilen. Dankeschön. Jetzt haben die mich eh schon entdeckt. Oh, danke fürs Essen. Das werde ich brauchen. Wahrscheinlich könnte ich mich reinschleichen, ne? Und dann würden die denken, oh, Kollege Zero, schön, dass du hier bist. Aber ich bin keine Lusche, Leute. Gut, sagt er und schleicht rein. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich suche den verdammten Kampf. Auch wenn ich einen hinterhältigen Kampf vorzuge. Aber ich suche den Kampf. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Okay, Lautlosigkeit. Okay, dann wollen wir mal sehen, was für Schaden wir anrichten können. Oh, ich bin so ein Spezi. Okay, die haben mich noch nicht gesehen. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich mehr Schaden mache, ne? Gebt mir euer Essen, ja.
Gut, der Stahldolch wird mir nicht viel bringen. Ich muss mir auf jeden Fall noch einen guten, vielleicht Drachenknochen-Dolch basteln. Und mit dem dann noch eine Verzauberung. Ich glaube, das ist the way to go. Scheiße. Okay, pass auf. Move! Oh, verdammt. Das war der beste Move aller Zeiten, komm. Okay, okay. Ich bin da mal weg. War schön, euch gekannt zu haben. Das ist das Ende des Let's Plays, Leute. Ich kann nicht zielen. Wir sind alle im Arsch. Okay. Okay. Ich glaube, sie haben mir geglaubt. Denkt bestimmt, jetzt bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Ha, wenn die wüssten, dass ich einfach nur hinterhältig bin und ein Lügner. Ich hab verfehlt. Also, ich schwöre euch, Leute, früher konnte ich besser zielen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Das muss das Alter sein. Ich bin irgendwas zwischen 20 und 40. Ich habe aufgehört zu zielen. Was zum... Hätte super funktioniert. Gib mir dein Essen. Ich hoffe, ihr habt hier ein Bett. Ich glaube, ich habe hier irgendwo ein Bett gesehen, ne? Oh, ich sehe Betten. Oh, besser als jeder Schatz. Oh, da ist Nummer 2. Wieso habe ich den Dolch mitgenommen? Man weiß es nicht. So, lasst mich, komm, 6 Stunden schlafen. Ich habe jetzt genug Essen wahrscheinlich zusammengeklabustert, um das Ganze auch wieder wettzumachen, denke ich mal. So, Objekte, Essen. Hier, komm, zieh's dir rein. Okay. Du bist satt, ha. Du bist leicht hungrig, willst du mich verarschen? Das ist Mobbing. Pures Mobbing. Der Staat sollte mir helfen und mir ein Haus kaufen, dafür, dass ich hungrig bin. Das war's. Das war die große mythische Morgenröte, Abi. Guckt ihr euch an den Schlawiner. Ich höre hier auf jeden Fall noch einen anderen. Zwei andere. Drei. Oh, mach ich so wenig Schaden. Ihr werdet mich niemals kommen sehen, weil ich weggehe. Ich weiß, dass ich etwas gehört habe. Okay, das sind zu viele. Kann ich den beklauen? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ah, fuck. War versucht wert, ihm das Schwert zu klauen. Okay, warte mal ganz kurz. Das haben wir gleich. Take these. Beschützen Sie mich, Lister. Beschütze mich. Sehr schön. Man, der haut rein, der Typ. Ach, ich sehne mich nach der Zeit zurück, als ich alles one-shottet habe. Das war doch schön. Kommt da noch mehr? Ne. Ich werde versuchen, den nächsten nochmal zu beklauen. Es muss funktionieren. Es ist einfach die beste Taktik aller Zeiten. Man nehme ihnen zuerst die Waffen und dann tötet man sie. Was ich aber gerne noch... Ich habe ja einen Dolch dabei, ne? Ich glaube, wir machen 12-fachen Schaden mit einem Dolch, ne? Sagen wir mal, ich habe einen Dolch mit 10 Schaden. Das wäre dann 120 Damage. Nicht ausreichend. Ich könnte noch vielleicht das Ganze verdoppeln.
aber das bringt auch nichts mehr, ne? Nee. Ich müsste halt mindestens. Ich mache jetzt 200 Schieß mich tot Schaden mit dem Bogen plus 3, mal 3. Das sind 600 Schieß mich tot Schaden. Also knapp 650 Schaden muss ich übertreffen mit dem Dolch, damit das Ganze auch Sinn macht. Also, wenn wir die 120 verdoppeln, ne? Dann würde ich trotzdem noch nicht. Ich bräuchte einen Dolch, der. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Der 30 Schaden macht oder so, ne? Ich glaube, das ist the way to go. Tötest du mich gerade? Das ist nicht so nett von dir. Ausgewichen! Ja, leider auch. Verdammt. Sie verwendet meine Taktik. Also 20 mal 12 sind 24, 240 Schaden. Ne? Das wäre aber schon mit Multiplikator. Ja, dann wäre 30 auch viel zu wenig. Also sind wir mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss das mit dem Schwert machen. Ich muss mal sehen, was für einen Multiplikator ich mit dem Schwert bekomme. Ui, warte. Wir haben doch einen Dolch dabei, den wir nicht ablegen können, ne? Das ist hier der Zahn. Macht zwar nur 6 Schaden, aber wir gucken uns das mal an. Ne? Mit plus Lautlosigkeit wäre das halt wirklich richtig nice. Wenn wir hier jetzt so durchschleichen könnten mit einem schönen Dolch und dann lachen wir uns einen Ast ab, wenn die sterben. Oh, das wäre schön. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist.